Leute, weiter geht's bei LEDs, The Adventure of Kai and Zero. Im letzten Part haben wir Mobius besiegt und nun hat sich seine ganze negative Energie manifestiert, könnte man sagen. Und dagegen versuchen wir jetzt zu kämpfen. Los geht's! Was zum? Ich nehme so oder so Damage. Ah! Ah! Ich sehe da irgendwas. Ein Kristall um Mobius herum. Muss ich den vielleicht schmelzen jetzt? Ah! Schmelzen! Nee, was muss ich machen? Den zerbrechen vielleicht. Ich kann ja auch kaum etwas einsetzen. Einfach nur, weil der ständig angreift, dieser Sack. Das ist ziemlich random. Oh yeah! Oh yeah! Mobius! Komm schon! Ich glaube an dich! Und nun? Oh, die Feen kommen! Los, gib ihm deine positive Energie! Fantastisch. Oh, oh nein! Oh, shit! Ich hätte es umlenken müssen. Fucking fuck! Komm schon! Haut drauf! Nein, wieder verpasst! Ah! Fuck, ich kann kaum ausweichen! Boom! Nein, 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 nein! Und kaboom! Yes! Okay. Okay, alles gut. Und nun? Los! Schnell! Nein! Oh Gott! Hä? Was jetzt? Doch, hat gepasst! Yes, fantastisch! Okay. Was ist das denn? Los, kaboom! Ah, geht weg! Geht weg, ihr komischen Blubberviecher! Oh Gott, das ist nochmal eines! Schnell! Yes! Okay, wo ist die Fee? Wo ist die Fee? Los! Positive Energie! Weiterleiten! An Mobius! Und zack! Sehr gut! Ich könnte ein bisschen zu wenig Energie haben. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Nein, nein, nein! Was machst du da? Shit hat nicht gereicht. Oh nein! Was? Okay. Los! Attacke! Attacke! Ja, und jetzt? Nein! Was denn? Okay, die Attacke musste noch zu Ende geführt werden, scheinbar. Na schön. Los, Mobius, hier, die Energie! Ja, ich könnte zu wenig Energie haben. Nein, ich habe zu wenig Energie. Okay, aber nur weil ich, Gott, was machst du da? Weil ich die erste Phase nicht so richtig gecheckt habe. Nein! Oh Gott! Ich bin gleich tot. Jetzt mach doch schon! Nochmal. Sehr gut. Wechseln. Und wieder Zero einsetzen. Okay, die Hälfte haben wir. Wenn wir maximale Leben haben, dann kriegen wir es hin. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was jetzt alles miteinander? Willst du mich verarschen? Ich bin tot. Nochmal. Gleich nochmal. Okay, nur noch diese Phase. Ja gut, dann, ne? Dann kriegen wir es hin. Macht euch keine Sorgen. Dann kriegen wir es hin. Ich weiß jetzt, was Sache ist. Also nur ein bisschen. Ne? So, und erster Treffer. Ah! Zweiter Treffer. Nein, doch nicht. Nein, doch nicht. Jetzt mach schon. Zack. Gleich nochmal. Zack. Und gut ist. Jetzt im Strahl ausweichen. Auf Zero wechseln. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Und Fee Nummer 1. Positive Energie bitte senden. Jawohl! Hat gepasst, wunderbar. Gleich nochmal zuschlagen, genau so. Gleich nochmal zuschlagen. Das war nicht gut. Nein, 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 nein. Und kaboom! Nein! Geht weg, ihr Kack! Was? Geht doch jetzt weg! Mein Gott, das war nicht gut. Dreimal Schaden kassiert. Von einem Angriff quasi. Okay, nächste Energie. Bams! Okay. Gleich wieder angreifen. Möglichst schnell. Aber auch versuchen auszuweichen. Ja, das Feuer, das geht. Das Feuer, das geht. Okay, okay. Jetzt kann ich hier oben ausweichen. Alles klar. Und dann ist dieser Angriff eigentlich schon wieder vorbei. Das Schlimmste ist eigentlich wirklich dieses Blasenzeugs da. Kann ich nicht genau einschätzen, wohin das fliegt. So. Nein! Das habe ich gemacht. Oh, hier.
Punkt. Einmal. Zwei. Nein, komm schon. Zweimal. Ah, weg da. Nein. Und dreimal. Zack. Yes. Na, oh, da war noch eine so eine kleine Bockkugel. Gibt's nicht, aber wir haben genug Energie, Leute. Dank den rosa LEDs haben wir genug Wächterschübe, um das hier auszutanken. Macht euch keine Sorgen. Zweimal. Nein. Oh Gott. Kommt der ganze Scheiß wieder zusammen. Nein, 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 nein. Würdest du bitte? Danke. Nein, 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 weg, 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 weg. Lass mich in Ruhe. Scheiß Blasen hier. Geht weg. Geht weg. Ich weiß nicht, ob ich die auch bekämpfen könnte. Oh. Ich kann die irgendwie weg, 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 wegkicken mit meinem Strahl. Aber brauchen wir jetzt nicht. Seht euch das Vieh an. Nein. Nein, verdammte Scheiße. Was habe ich gemacht? Nein, was habe ich gemacht? Nein, was habe ich gemacht? Ich habe das Timing verkackt. Nein, das darf nicht passieren. Okay, okay, okay. Jetzt Timing nicht verkacken. Komm her, Zero. Zum Glück kam nur so eine kleine kurze Phase. Zack, sehr gut. Okay, da ist wieder das Eis, das wir zerbrechen werden. Und zack, zweimal. Mein Gott, bist du irre? Der Typ dreht völlig durch. Okay, alle drei Feen. Komm, Zero. Wir retten Mobius. Und yeah! Die negativen Emotionen von Mobius wurden besiegt. Ich habe den Tag unserer Wiedervereinigung herbeigesehnt. Vergib mir, dass ich dir Leid zugefügt habe. Was passiert da? Hey Zero, Mobius, was ist in euch gefahren? Sind sie vielleicht ein und dasselbe Wesen? Zero heilt den Schmerz und die Trauer von Mobius. Ach so, danke für die Erklärung. Angeblich sind alle Omegas miteinander verbunden und verfügen über ein gemeinsames Bewusstsein. Vielleicht fühlen die Omegas, wenn eines von ihnen leidet. Ist das Licht die Energie von Mobius und Zero? Es ist so sanft und warm. Ich wäre so gerne wieder mit dir zusammen, Mobius. Aber ich kann meine Taten nicht wieder gut machen. Mobius besteht aus der reinen Energie des Herzens, nicht wahr? Wie könnte er also glücklicher sein als mit jemandem, der ihn wirklich braucht? Und ihn noch dazu über alle Maßen liebt? Und das tust du doch ganz bestimmt, Leo. Danke, Kai. Wenn ich dich nicht getroffen hätte, wäre nicht nur Mobius für mich verloren gewesen, sondern auch mein eigenes Herz. Wenn wir alle exakt an dem Ort sind, an dem wir gehören, wird das Gleichgewicht zwischen den Welten wiederhergestellt. Darum musst du die Omegas freigeben, die du bei dir hast, bevor du deine eigene Welt betrittst und dahin zurückkehrst. Sie müssen ihre Welten zurückkehren. Das wäre traurig, aber wenn es denn sein muss... Oh, da hast du wohl recht. Ich wette, auch die anderen Omegas haben Herzensbeziehungen. Es macht mich zwar traurig, aber sie zu befreien bedeutet, das Richtige zu tun. Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Aber wir haben es geschafft, Leute. Our adventure's over, guys. Thanks for everything. Mr. Mayor, Pickle Gang, Snow Queen, Nisha, please look after the Omegas. Well, Zero, time for us to go too. Mom and Dad must be worried about us. Zero? Where are you going? Hey! Come back here! No! Please don't leave me! Why? We promised...
we'd always be together. Zero. Ja, er ist weg. Er ist weg. Was, du schon wieder? Vielleicht hat der letzte Kampf all seine Energien erschöpft. Dann könnte er seine physische Form nicht länger erhalten. Aber, Zero, mein bester Freund. Wieso habe ich nicht gemerkt, dass er einfach so zerfallen und verschwinden würde? Nein, Zero ist nicht verschwunden. Er ist einfach an den Ort zurückgekehrt, an dem er hingehört. Aber warum ist Abschied nehmen so schwer? Hey, Kai. Ich glaube, ich sollte in meine Welt zurückkehren. Ich habe jede Menge zu tun. Außerdem wartet Mobius bestimmt auf mich. Wie? Mobius und Zero sind dahin gegangen, wohin sie gehören, nicht wahr? Und wo ist das wohl? Denk mal nach. Wo haben wir sie zum ersten Mal getroffen? Ah! Du weißt, wie temperamentvoll ein Omega sein kann. Wir sollten sie nicht so lange warten lassen. Wenn du wirklich an das Band zwischen deinem und Zeros Herzen glaubst, dann... Chi-Chi! Allzeit bereit, Kai. Ich wette, zu Hause wartet bereits jemand auf dich. Auf geht's! Hey, einen Moment noch. Wir haben weder Zero noch andere Omegas hier. Schaffst du es trotzdem? Keine Angst, ich lasse dich doch jetzt nicht im Stich. Ich bring dich auf jeden Fall nach Hause. Nächster Halt, Heimat! Leo. Ja? Danke. Und grüß Mobius von mir. Mach ich. Wird es doch noch ein Happy End werden? Ich glaube ja. Leute, wir reisen nach Hause. Und alles sollte wieder gut sein. Hoffe ich. Wir sind fast da, auch wenn es sich wie eine lange Reise angefühlt hat, waren wir nur ganz kurz weg. Hast du auch nichts vergessen? Bitte nichts im Bus liegen lassen. Wir bedanken uns dafür, dass Sie mit uns gereist sind. Auf bald! Auf bald, Chi-Chi, alter Freund. Da! Zero! Zero! Dreh dich um, Kai! Oh, Zero! Zero, was ein Glück! Ich war ganz krank vor Sorge um dich. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Das ist klasse. Wir haben es geschafft, Chi-Chi. Und sieh nur, Zero hat einen gesunden Mund auf uns. Vielen Dank, Chi-Chi. Hallo, Chi-Chi? Chi-Chi, sag doch was. Das ist seltsam. Ob ich nur geträumt habe? Was ist das? Zero, sieh nur. Es war doch kein Traum. Danke, Chi-Chi. Haben wir jetzt noch eine neue Karte bekommen? Nee, da kommt scheinbar der Abspann. LEDs. The Adventure of Kai and Zero. Nehme ich an, es ist der Abspann, oder? Na gut, erstmal muss das Logo eingeblendet werden, ja. War es das jetzt? Oder kann ich dann noch weiterspielen? Ich weiß es noch nicht. Muss ich jetzt klicken oder was? Nee, es passiert nichts, wenn ich jetzt tippe. Da ist der Abspann. Ich muss jetzt ein bisschen labern, weil ansonsten kriege ich Probleme wegen der Musik und das wäre nicht so cool. Also Leute, mein Resümee. Dieses Spiel hier, ja, ist wirklich ein kleines Meisterwerk. Das Problem bei diesem Spiel ist, dass es wegen der Konsole im DS, ja, nicht so die passende Steuerung hat, weil, ja, man kann sich wegen der Steuerung ziemlich leicht vertippen, ja. Wenn man jetzt an eine gewisse Stelle hinlaufen möchte, wo sich aber bereits ein Omega befindet, dann wird das angewählt und wenn man dann nochmal klickt, wird halt seine Fähigkeit aktiviert. Und auf engem Raum, während eines Kampfes, während des Stresses und so, kann das schon ziemlich nerven, ja. Hätte man eine andere Tastenbelegung oder sonst eine andere Steuerung gewählt, dann wäre es fantastisch. Dann wäre es wirklich fantastisch gewesen. Der Punkt ist, das ganze Spiel ist wie gesagt ein Meisterwerk, hat aber ein, zwei kleine Macken, ja. Zum einen,
letzte Dungeon da. Wenn man da gestorben ist, macht man den ganzen verdammten Dungeon nochmal von vorne, mit allen Rätseln und alles. Da ein, zwei quasi Checkpoints reinmachen und vielleicht das eine oder andere ausbessern, was ich da während den ganzen Parts rumgemotzt habe, ja. Dann wäre das Spiel wirklich beinahe perfekt, ja. Ich liebe es. Die ganzen Omegas, die man sammelt, alle haben eine andere Fähigkeit und so. Die ganzen Rätsel, zwei, drei sind vielleicht etwas kryptisch und so. Aber die anderen, wirklich genial umgesetzt. Man muss mit seinen LEDs, man muss mit seinen Omegas, meine ich natürlich, immer ein bisschen auswechseln, deren Fähigkeit benutzen, dann wieder wechseln und dann kombinieren und machen und tun. Ein wirklich cooles, geniales Spiel. Ich liebe es, Leute. Ich kann es gerne nochmal wiederholen. LEDs, The Adventure of Kai and Zero, ist ein kleines Meisterwerk, von dem ich glaube, dass es vermutlich kaum jemand kennt. Und das tut mir ein bisschen weh. Ich hoffe, dass ich mit diesem Let's Play möglichst vielen von euch dieses Spiel ein bisschen präsentieren, ein bisschen zeigen durfte und euch vielleicht sagt, hey, das will ich auch mal spielen. Kriegt man bestimmt irgendwo für wenig Geld gebraucht, ja. Möchte ich haben. Ich hoffe, ich konnte das erreichen. Wenn auch nur eine einzige Person von euch jetzt sagt, oh, das ist ein cooles Spiel, das gefällt mir, werde ich mir zulegen. Da bin ich schon zufrieden. Wie gesagt, ich habe das noch nie zuvor gesehen. Das lag da im Regal gebraucht. Ich dachte so, ja, nehmen wir es mal mit und so. Dann habe ich mein Game zum Montag gemacht. Und ich war wirklich beeindruckt. Es ist das Ganze, es ist ein bisschen langsam, das Spiel, ja. Bis es vorangeht, es ist wirklich ein bisschen langsam. Und ich musste mich zwei, dreimal überwinden, um überhaupt wieder mich daran zu setzen und weiterzuspielen. Aber wenn man dann mal angefangen hat zu spielen, es reißt einen mit, es fasziniert mich. Es war wirklich cool. Es hat mich wirklich beeindruckt, erstaunt. Das gehört wirklich zu den Spielen, die ich einfach so random gekauft habe. Und sie haben mich sehr positiv überrascht. Und ich bin froh, dieses Spielerlebnis erlebt zu haben. LEDs, kleine süße Wesen oder auch große, starke Monster, könnte man sagen, ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt weiterspielen kann oder so. Falls ja, möchte ich natürlich... Gut, wir haben eine neue Karte bekommen, vielleicht kommt ja noch was. Das werden wir sehen. Oh, seht ihr da, Mobius und Zero. Oh, das ist super. Nee, vielleicht kommt ja noch was. Wie gesagt, wir haben eine neue Karte. Ansonsten möchte ich natürlich noch immerhin ein paar Omegas entwickeln. Oder wachsen lassen zumindest. Oder ich werde euch einfach nur Bilder zeigen. Das ist vielleicht einfacher. Wir haben ja auch viele, viele Omegas nicht erhalten. Auf jeden Fall haben wir noch viel Platz da. Und das finde ich auch ein wenig schade. Aber ich werde vermutlich am Anschluss dieses Videos ein paar Bilder einfügen, wie die alle aussehen und so weiter. Einfach nur der Komplettheit halber. Ich habe alle rosa LEDs gefunden und zur Komplettierung, das reicht mir. Das reicht mir. Wie gesagt, unter Umständen ist das Spiel jetzt durch. Ich kann nicht mehr weiterspielen. Vielleicht wieder ab da, wo zuletzt gespeichert wurde. Heißt beim, ja, bei dieser Kristallwaage da. Ich könnte jetzt vermutlich da weiterspielen, nochmal überall hingehen und alles sammeln und so. Aber nee, das machen wir nicht. Ich wollte jetzt die Story durchspielen, das habe ich gemacht. Und wie gesagt, ich bin sehr positiv beeindruckt. Bisher den Code speichern? Ja, aber klar doch. Okay, wir speichern. Und das Spiel beginnt jetzt hier von vorne. Tatsache, ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Ja. Genau, das ist das Spiel. Kristallwaage. Spiel mit diesem Garten starten. Was, die meisten der gesammelten LEDs gehen dabei verloren? Was? Der LEDs, also die Wattanzeige. Mobius Omega hinzuge... Was? Oh, was? Takosuke Omega hinzugefügt? Weil ich das Spiel durch habe, oder wie? Starten. Im Wald, ja. Ja, natürlich. Extras. Musik, Filme, Omegas. Aha. Gehen wir hier noch kurz durch, was ich alles habe. Ja, hier sieht man wieder alle. Das ist total süß.
Hier das X-Eyes Omega, ja. Oh, das hier konnte ich leider nicht entwickeln. Das auch nicht. Die hier natürlich auch nicht. Ja, so kann man natürlich auch alle betrachten. Das ist auch cool. Die hätte ich alle noch entwickeln können, sage ich mal. Oh, Leute, LEDs sind super. Wirklich super. Der ist auch total süß. Der auch hier mit seiner Tröte am Schwanz, ja. Der Schwamm. Der tolle Magnet, ja. Und hier, der Zeit-Omega. Der ist wirklich total süß, aber kam leider nicht so oft zum Einsatz. Zwei Surfer. Das Flug-Omega, ja. Das Tempo-Omega ist auch total süß. Beide Versionen. Ach so, sah der Sprung-Omega von Anfang an aus. Genau, cool. Oh Leute, ich sehe da unten schon was Neues. Radar-Omega. Spiegel-Omega, ja. Und hier Mobius. Kai erleidet keinen Schaden, wenn Mobius bei ihm ist. Oh mein Gott, wie OP. Und hier... Zakosuke! Der Fieber-Laser mal 2 ist stets aktiv, wenn der dabei ist. Oh, es gibt so viele, die wir nicht haben. Lade weitere Omegas herunter. Nö, jetzt nicht. Geschichte, ja. Aber die Geschichte kennen wir. Ich würde gerne spielen. Wir sind jetzt im Wald. Bla 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 bla. Das Intro brauchen wir jetzt nicht. Das Intro brauchen wir jetzt wirklich nicht. Deswegen klicke ich das dann einfach schnell durch. Möchte testen, wie das ist, so wenn man nicht getroffen werden kann. Oder was es mit diesem Laser von diesem tollen Tintenfisch auf sich hat. Ja, jetzt kriege ich wieder diese, in Anführungszeichen, Waffe. Habe ich jetzt alle? Nee, natürlich nicht. Doch, die zwei habe ich. Die anderen habe ich jetzt verloren. Na toll. Der Fieberlaser. Ach so, ach so. Mit diesem Item da oben. Seht ihr? Ah, ich verstehe. Es ist leichter, um an LEDs zu kommen. Wechseln. Du hier. Fantastisch, Leute. Fantastisch. Nee, ich will den schon gerne behalten. Ja, die anderen haben jetzt nicht mehr, weil das Spiel wieder neu beginnen würde. Aber, ne, ihr versteht schon. Leute, ich werde im Anschluss noch ein paar Bilder hinzufügen von allen Omegas, die ich finden kann. Aber ich würde sagen, das reicht. Leute, das war ein grandioses Spiel mit dem Namen LEDs, The Adventure of Kai and Zero. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Ein fantastisches Spiel. Vielen, vielen Dank, Leute, dass ihr mir zugeschaut habt, vielleicht mitgefiebert habt und so weiter. Vielen, vielen Dank dafür und hoffentlich bis zu meinem nächsten Projekt. Macht's gut oder besser. Tschüss!